Tönning, hoch im Norden. Hier war die Respektinitiative am 16. Juni unterwegs. Gemeinsam mit der IG Metall, dem IF Tönning und der örtlichen dänischen Schule wurde hier ein respektvolles Event auf die Beine gestellt. Der Sihi Cup findet dieses Jahr zum 15. Mal statt. Das ist ein Jugendturnier von G-Jugend bis C-Jugend. Freitagabend ging es los und bis Sonntagabend volles Programm von morgens bis abends. Und samstagsabends waren wir mit der Respektinitiative dabei, als sowohl dänische als auch deutsche Mannschaften der F-Jugend sich Duelle vom Feinsten lieferten. Da lag Freud und Leid ganz nah beieinander. Als IG Metall unterstützen wir ja die Respektinitiative und wir haben hier bei dem Turnier in Tönning mit ganz vielen Kollegen zu tun, deren Kinder Fußball spielen. Und da war es ganz logisch und ganz einfach, dass die Respektinitiative hier auch beim IF Tönning dann transportiert wird. Und dann kam das Finale. Nachdem der SG Ladl und Achtrup den dritten Platz belegt hatte, kämpften der IF Tönning und der IF Stern Flensburg um den Sieg. Mit einem 1:0 gewann der IF Stern. Die Freude darüber war bei den kleinen Fußballprofis unermesslich. Es war sehr, sehr herzlich. Also wie wir hier auch angekommen sind, wie die Leute auf uns zugekommen sind, wie die jungen Spielerinnen und Spieler hier einen in Empfang genommen haben. Jeder wusste Bescheid über Respekt, über unsere Initiative. Und das war einfach toll schon zu sehen, dass man vorher auch schon hier die Leute informiert hat, dass wir kommen, was wir eigentlich machen und dass der Verein oder auch hier die Schule und alle gesagt haben, wir möchten gerne euch unterstützen. Und es war einfach toll. Für die Kinder war es ein ganz besonderes Erlebnis, als die Fußballweltmeisterin höchstpersönlich die Pokale überreichte. Einen Spieler der Siegermannschaft konnten wir im Anschluss daran für ein exklusives Interview gewinnen. Ihr habt jetzt das Turnier gewonnen. Hat es dir auch Spaß gemacht? Ja, klar. Wie feiert ihr den Sieg jetzt noch? Essen Popcorn. Und so sieht das aus, wenn ein Sieg gebührend gefeiert wird. Sandra Minner kam aus dem Autogrammeschreiben gar nicht mehr raus. Die Kinder waren begeistert von ihr. Sandra gesehen. Wie fandst du das? Geil. Schuhe, Trikots, alles, worauf sich noch ein Platz fand, ließen die Fußballbegeisterten signieren. Also es ist mir eine Riesenfreude, dass das Team nun hier ist und Sandra hier ist. Das ist einfach eine gute Unterstützung, weil es geht ja bei Respekt nicht nur um die Verankerung gegen Rassismus im Sport, sondern auch in den Betrieben und in den Schulen. Unser Respekt, kein Platz für Rassismus-Schild, wurde an das Vereinshaus des IF Tönning angebracht. Ein besonderes Zeichen für die gute Zusammenarbeit. So sahen das auch die Veranstalter. Ohne Respekt kann unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Unsere Gesellschaft basiert auf Respekt. Nur wenn wir mit respektvoll miteinander umgehen, ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Leben auch möglich. Und ich denke, dass Kinder das ein oder andere Mal auch Erwachsenen in der Hinsicht voraus sind und uns manchmal auch Respekt einfach vorlegen.